sprechen in der Krise über das soziale Europa. Da wundert man sich. Normalerweise spricht man ja jetzt über Sparmaßnahmen. Aber wir sind der Meinung, dass Sparmaßnahmen in Europa nicht die Oberhand behalten können. Wir wollen schauen, bringen die Einschnitte im Sozialsystem überhaupt etwas? Interessant waren die wissenschaftlichen Beiträge heute, die sagen, nein, sie bringen nichts. Im Gegenteil, sie schaden nur bei dem Bewältigen der Krise. Denn wenn man Lohn kürzt und die Menschen nichts mehr ausgeben können, dann bedeutet das, dass sie nichts mehr kaufen können und die wichtigen lokalen Wirtschaftskreisläufe brechen zusammen und damit die Basis, um überhaupt eine Krise zu bewältigen. Eine andere Aussage sagte, ja, Deutschland hat viel mehr Profite gemacht aus Zinsvergünstigen, als sie an Griechenland gegeben haben. Wo ist da die Solidarität in Europa? Andere sagen, es gab ganz verschiedene Ursachen der Krisen in den einzelnen Ländern. Aber es wird überall gesagt, es muss im Sozialsystem gespart werden. Scheinbar ist das eine Entschuldigung dafür, dass man immer schon Reformen machen wollte und den Sozialstaat abbauen wollte, obwohl das massive Auswirkungen hat auf die Situation der Menschen vor Ort und auf eine ganz massive Verarmung in vielen Teilen Europas. Und trotzdem bringt es nichts für die Krise. Es hat überhaupt keinen Erfolg gebracht. Es hat die Krise nicht wirklich beeinflusst. Deswegen eigentlich eine andere Antwort. Und diese Antwort wollen wir Grüne geben. Ist es denn nicht sinnvoll, andere Investitionen zu machen? Ist es denn nicht sinnvoll, wirklich dort zu investieren, wo Arbeitsplätze geschaffen werden, nämlich bei erneuerbaren Energien oder bei Energieeinsparung? Und interessanterweise hat auch einer der Wissenschaftler gesagt, dass die Energieabhängigkeit von Europa das Hauptproblem ist in Bezug auf den Wechselkurs zur US-Wirtschaft. Ja, was wäre denn dann das Richtige? Natürlich genau in erneuerbare Energien zu investieren, so Arbeitsplätze zu schaffen und kleine Kreisläufe anzuschieben und auf diese Weise aus der Krise zu kommen.